Das muss einmal sein. Ein Actionfoto, gar nicht viel gebracht. Na los, komm ran. Na, da war's. Nee, hä? Ja. Da war's, okay. Ja, toll. Und bald. Na, das war dumm. Scheiße. Bald noch viel mehr. Los, Big Daddy, komm her. Genau. Balla, 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 balla. Wo bin ich? Ja, was mache ich? Sobald er mal herkommt. Seh bald tot. Du bist doch scheiße. Nein, ich hatte ihn! Genau, tötet ihn! Tötet ihn! Gut. Mach auf. Und die Sache ist gegessen. Ja, das war knapp. Okay, diesmal drücke ich mal diese Taste. Mal schauen, ist es jetzt... Bitte ausbeuten. Ach, wieder nicht. Was? Sind das auch die falschen Tassen oder wie? Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ja, das wollte ich auch. Als Zeichen unseres Dankes. Ach, lass stecken. Ist ja ganz toll. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, genau. Streu noch Salz in die Wunde. Safe-Knacker. Produkte von Hexmodder, sie suchen zu Orten verschaffen, denen die dich nicht haben wollen. Werden sie zum Meister der Stationen? Ja, dann werde ich das doch mal. So, 300. Göppertonika. So, naja, was auch immer. Was habe ich denn hier? Medical Expert Dieb. Eine Menge Gesundheit. Etwas mehr Gesundheit. Dann nehmen wir das. Technik. Und Kamera. Zeitbeschreibung. Nehme ich das mal. Kampftonika. Was nehme ich da? Statische Entladung. Ne, das habe ich. Nö. Treffe einen Schritt und öppe, ja, noch was geht massiv den Schaden. Ach, Nahkampfangriffe. Okay, ist gerade nur Bullshit. Da brauche ich was Besseres. Zyklontrepp. Du Feuer, viel mehr Schaden zu, wenn sie Feuer verwenden. Oh, nice. Ach so, das ist der. Gut, lege ich mal da hin. Ich habe nicht mehr so viel. Was haben wir noch? Habe ich das nicht schon? Das ist sie auch. Das ist auch hier. Okay, nächstes Mal. Na, das sprach mir mal auf. Ich ignoriere das mal. Na schön. Hey,
So. Okay, machen wir weiter. Was? Genbank, okay. Brauche ich gerade einen. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Okay. Das ist also unser Ziel. Was war das? Dann jetzt mal dahin. Was haben wir hier? Ja, geh schon. Nimm deine Nutte und geh. Aber ich tue alles. Was alles? Hallo, Baby. Unhöflich, unflätig, unkultiviert. Was? Was habe ich getan? Nice. Und noch einmal. Schön, und noch einmal. Nice. So, jetzt kannst du gehen. Ja, kein Problem und danke für deine Hilfe. Das hat mir sehr geholfen. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle schon wieder so eine Pfeife. Mir ist schwindelig. Halte ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmid-Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und eben dich versieden. Oh, das ist aber gefährlich. Und wie? Genau, dich brauche ich und dann dich. Dann soll ich hier nach oben gehen. Genau, mache ich das mal so. So nach oben. Geht das noch ein bisschen mehr? Dann einmal so rum, einmal so rum, einmal so rum. Und dann so. Nice. Okay, da kaufe ich mal ein. Das lasse ich. Pistole ein bisschen. So, schließen. Ach, wo ist diese Pfeife? Schnauze! Ja, du verlierst Blut. Und gleich noch mehr als das. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen. Na los, zeig dich. Ich blute. Oh Gott. Na, jetzt übertreib nicht so. So schlimm ist es auch nicht. Na siehst du, jetzt ist es wieder besser, oder? Kein Bluten mehr. Aber das war nicht die Pfeife. Hey, was ist das denn? What? Okay, das kann ich nicht lesen. Wo ist diese Pfeife? Was? Okay. Ah. Was haben wir denn hier? Bandagen. Eine leere Spritze in einer Kassette. Ist das eine Kassette? Ach, egal. Hacken. Schön. Und was hast du drin? Ah, nice. 2 von 3 Sachen kann ich gebrauchen. Habe ich das schon untersucht? Nee. Eine Stickgranate, natürlich. Warum nur 1? Ich will gleich 10. Wieder lecker Tee. So. Lecker Tee. Machst du Feuerball? Nicht. Kein Feuerball. Schade. Kommst du her? Der kommt doch bestimmt bald irgendwo, irgendwie. Ich hab's doch gerade gehört. Ein Horror!
Na, wusste ich's doch. Los, mach einen Feuerball, danke. Mist, Mist, Mist. Ich musste nachladen, das war unfair. So. Okay. Wo bist du? Schnauze! So. Schön. Sind Sie es leid, dass Sie von Ihrem Nachbarn mit installiertem Sportbus im Haus gestochen werden? Dann holen Sie sich jetzt Sportbus 2 und stechen Sie ihn aus. Das ist Bullshit. So, das war's mit der Pfeife. Endlich. Ach. Hä? So, wieder hacken. Ach, ich liebe das. Ich liebe es. Ich liebe es. Wenn es klappen würde, wo habe ich hier? Da. Mist. Dann halt so schnell rüber. Und so hoch. Gut. Es klappt gerade noch. Fast auch da. So. Gut. Nice. So. Okay. Das war das. Dann mal tschüss. Oder? Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen. Aber hier, nach hier vorne, Perales. Ja. Okay. Meine Fresse, wo ist diese Pfeife? Wo bist du? Ach. Na. Puh. Ah, gerade noch gerettet. Glück gehabt. Mann, jetzt habe ich rum. Nur wegen dieser Pfeife. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich war es. Na komm, der und sein Gequatsche. Ist auch ein Egoist. Ah. Ja, habt ihr schon gesehen. Oh. Na komm. Gut, wenigstens so etwas. Dann so nach oben und dann einmal so. Und dann. Tja. Ach, da habe ich noch eins. Okay, gut. Ich habe keins mehr davon. Scheiße, was soll ich jetzt tun? Hä? So, das ist die Rettung. Puh. Glück gehabt. So, Nachmisse hätte ich noch fotografieren sollen. Ich vergesse es immer. So ein Mist. Jetzt kannst du gehen. Gute Nacht. Ja, der ist schon längst tot. Hör auf damit. Leim. Big Daddy. Guten Tag. Nee, lass mich in Ruhe. Oh Mann, schon wieder so einer. Was haben wir denn hier? Hä?
Okay, das sollte ich wohl nicht sehen. Aber hier habe ich noch was gesehen. Ach so, das ist kaputt. Dann nehme ich das mit oder auch nicht. Nee, das nehme ich nicht mit. Niemals kommen sollen. Als wir hier ankamen, fing Marsha. Wer ist denn das schon wieder? Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für Ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Ach komm, das ist doch nichts Schlimmes. Matt. Was ist das? Da stimmt doch was nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk mal drüber nach. Der ist doch ein Vollidiot. Arcadia ist eine alterne Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Findet Julie Langford. Jetzt ernsthaft, er will die Bäume hier zerstören. Und damit Rapture. Ach, dieser Ryan ist so ein Idiot. Zerstört das, was er jahrelang aufgebaut hat. Verdammt, okay. Hä, das geht nicht anders. Scheiße, Moment. Hä, das geht auch nicht. Willst du mich verarschen? Ach, red hier rumgemusst. Ist ja ganz toll. Aua. Du bist auch scheiße. Okay. Jetzt ist es anders. Ach. Hey, ich komm da gar nicht ran. Willst du mich verarschen? Fick dich! Scheiß Cheater, Kamera! Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Noch. Hacken. So, und dann hier rüber. So, so, gut. Na, das ist alles gut. So, nochmal hier speichern. Speichern, speichern, speichern. Kann ich jetzt hier nochmal dahin, oder? Eher nicht. Werde ich dann vergiftet? Nein, okay. Was haben wir dann hier so? Aha. Da ist noch eine Handtasche. Gib her. Da komme ich wohl nicht hin. Sauerstoffversorgung kritisch. Aha. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Die verdammte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Nice. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume oder du bleibst für immer hier unten. Brauchen Sie etwas Ruhe und Frieden? Dann schalten Sie Atlas ab. Oder verwenden Sie Natural Camouflage und hören Sie einfach auf, sich zu bewegen. Schon werden Sie unsichtbar. Nicht zu sehen heißt zu glauben.
Matt. Oh, nice. Die Saturnjünger. Oh, eine coole Show. Der hat Stil. Dieser Houdini-Splicer. Nice. Kommst du jetzt ran? Nicht. Okay. Das ist alles. Tja. Aber das hat den Stil, das gefällt mir. Du spielst mit den Saturn-Jüngern? Wer soll das sein? Hey, Big Daddy, was geht? Was versuchst du? Ich verstehe dich nicht. Wir sind keine Türen. Kommt da wer? Die Saturnjünger. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Okay. So, Little Sister, so wenig. Aber dafür den da. Okay. Okay, das ist Nummer 2. Das ist auf einmal auf. Hä? Okay. Interessant. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Oh nein, unheimlich. Oh oh. Ich scheiß dich zu! Was? Das ist ekelhaft. Du bist doch scheiße im Kopf. Nice. So, Antipersonen. Okay, zurück an genau. Was auch immer zurück. Er hat jetzt die Schnauze. Sterb jetzt! Danke.